Das ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Gast heute ist der Hans-Uli Bigler. Er ist Direktor des Schweizerischen Gewerbeverband. Er hat das Referendum gemacht gegen die neue Beilageabgabe, über die wir dann am 14. Juni abstimmen werden. Zuallererst mal natürlich die Frage, wer sind Sie, Herr Bigler? Ich habe das Privileg, mit einem tollen Team die Interessen für die KMU-Wirtschaft und das Gewerbe von diesem Land wahrzunehmen. Und ich höre privat gerne Mundartrock, insbesondere Paulo Hofer. Okay, der hat ja heute 70. Geburtstag. Genau. Da von da aus gerade noch ein Grüßli. Also, heute ist ja die Kampagne eröffnet worden von der Bundesrätin Doris Leuthard. Folgendes hat sie unter anderem gesagt. Das ist aber gerechtfertigt, weil auch Unternehmen von Radio- und Fernsehangeboten in allen Landessprachen profitieren. Radio und Fernsehen informieren über Wirtschaftsthemen, sie analysieren, sie ermitteln Börsenkurse, sie geben Hintergrundinformationen. Genau, das wollen wir ja heute machen. Müssen wir vielleicht zuerst noch etwas klären. Sie haben ja Folgendes gesagt. Döweg, also der SRG-Generaldirektor, verpasst seinen Journalisten einen Maulkorb. Die SRG berichtet kaum über das Beilage-Referendum, sagt Bigel. Erlauben Sie, wenn ich heute den Maulkorb ablege? Ist gut, ja. Ist das okay? Ja. Aber das haben Sie gesagt, das hat mich natürlich motiviert, Sie einzuladen. Aber es hat noch einen zweiten Grund gegeben. Sie haben Folgendes gesagt in einem Interview. Auf die Frage, sind die SRG-Kanäle Ihrer Meinung nach das Beilage-Geld wert? Haben Sie gesagt, wir haben den Service Public an sich nie kritisiert. Es gibt die eine oder andere Sendung, bei der man sich sehr wohl fragen kann, ob das sein müsste. Frage zum Beispiel, haben Sie gesagt, der Schawinski-Tag, der im Moment hochaktuell ist. Und jetzt sitzen Sie da. Also muss die Sendung heute sein oder darf sie sein oder soll sie sein? Ja, das Thema ist hochaktuell, tagesaktuell. Insbesondere Frau Leuthard, der Abstimmungskampf eröffnet hat. Es ist feststellen. Mhm. Wir haben das Referendum eingereicht. Das ist gerade mal 30 Sekunden in der Tagesschau gekommen. Einen Tag später ist das Referendum von der zweiten Gotthardröhre gekommen. Das war im Teaser. Das war ausführlich in der Tagesschau. Das ist noch mal im 10 vor 10 gekommen. Und dann ist vielleicht ist ein wichtiges Thema. 10. Nein. Wir meinen Sie nicht. Nein, gar aber gleich, aber dafür haben Sie jetzt, wir haben 27 Minuten Zeit, haben Sie Gelegenheit, Ihre Sachen zu sagen. Und ich werde ein paar kritische Fragen stellen, wie ich es immer mache. Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Ist das, okay, gut. Also Sie haben ja gesagt, 2009 sei das Ganze lanciert worden. Zitat von Ihnen. Sehr viele KMU wurden damals vorstellig wegen schnüffelnden Billag-Inspektoren. Jetzt das neue Gesetz sollte genau die aushebeln, dass die gar nicht mehr gibt. Also das ist ja eigentlich fast schon im Sinn von Ihren Leuten. Also störend war damals, dass die Beilagekontrolleure einfach in Betriebe rein sind, sich aufgeführt haben, wie sie polizeiliche Hoheitsgewalt hätten, überhaupt jegliche Dialoge, Bereitschaft vermisst haben. Wenn ich es heute anschaue, und das ist ja das Entscheidende, und die Vergangenheit lassen wir mal sein, wenn ich es heute anschaue, die Steuerfallen ist aufgestellt worden. Wir zahlen heute schon Staatssteuer, Gemeindesteuer, Kirchensteuer, Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer. Und jetzt kommt noch die neue Beilage-Mediensteuer, die da ist. Und das Zückerli, das Frau Leuthard offeriert, ist, sie sagt, es wird 60 Franken billiger. Nur, was das Störende an dieser ganzen Vorlage ist, der Bundesrat wird inskünftig in alleiniger Kompetenz können die Steuer erhöhen. Das Parlament hat nicht mehr zu sagen. Wollen wir das einmal durchgehen? Die eidgenössische Finanzkontrolle kann das nicht überprüfen. Und die Steuerfalle wird zuschnappen und der Konsument muss es zahlen. Gut, also, wenn wir das durchgehen, wenn Sie etwas finden, das nicht stimmt, können Sie es sagen. Bis jetzt zahlen die Haushalte 462 Franken, nachher sollen es 400 Franken sein. Das bringt ein bis jetzt 1,26 Milliarden und nachher noch 1,1 Milliarden. Das wären 85% der Gebühren. Soweit alles richtig? Gut. Und auf der anderen Seite, die Unternehmen, die sollen dann neu 15% zahlen, heute sind es weniger. Die Unternehmen bis 0,5 Millionen Umsatz, das sind 427'000, die zahlen gar nicht, das sind 3/4 von allen Unternehmen. Von 0,5 bis 1 Million, das sind 52'000 Unternehmen, zahlen 400 Franken, bis jetzt sind es 610 Franken, 9%. Und dann geht es rauf bis zu 1 Milliarde, das sind dann nur noch 345 Unternehmen, die zahlen 39'000. Das heisst also, im Prinzip sind vor allem auch die grösseren Unternehmen, die den Grossteil von dem zahlen. 85% der kleineren Unternehmen, die sie vertreten, zahlen nichts oder weniger. Nein, das ist eine schematische Darstellung und sie unterschlägt zuerst einmal, dass es eine Doppelbesteuerung ist. Heute
wird es so sein mit dieser Vorlage, dass der Bäckermeister Kunz als Privatperson zahlt, wenn er sich am Morgen wecken lässt. Wenn er in die Backstube runtergeht, seine Produkte, Gipfeli und Brötchen macht, dann zahlt er gerade nochmal. Also er wird doppelt besteuert. Das ist das Erste, was aber das ist ja bis jetzt schon so, wenn er einen gewissen Umsatz geht. Aber nein, der Bäckermeister macht vielleicht nicht 1 Million Umsatz. Der Bäckermeister, ja, also eine anständige Bäckerei hat dann rasch nochmal 1 Million Umsatz. Aber lassen wir das. Grundsätzlich ist es so, wenn der heutige Bäckereibetrieb weder Radio noch Fernsehen hatte, hat er nicht gezahlt. Weil es eine Gebühr war. Eine Gebühr, die beziehe ich, beziehen, dann zahle ich für die Leistung und jetzt wird neu in Kopfsteuer eingeführt. Das wollte man eben an der Abstimmung vorbeibringen. Jede Steuer muss vom Volk genehmigt werden. Und darum ist man kreativ draufgekommen und gesagt, das ist eine spezielle Medienabgabe. Mhm. Letztlich ist es eine Kopfsteuer und die Tatsache ist, der Bäckermeister, um beim Beispiel zu bleiben, der zahlt zweimal. Gut, also jetzt haben Sie ja Aussagen zu dem Ganzen gemacht. Wir haben die ein bisschen angeschaut und haben sie ein bisschen kritisch angeschaut. Das ist eine Medienmitteilung von Ihrem Verband. In den letzten 20 Jahren haben sich die Abgaben für Radio und TV um 64% auf 462 Franken erhöht. Das ist Ihre Aussage, oder? Also ganz genau, damit wir es ganz genau sagen, es sind in den letzten 25 Jahren von 279 Franken auf 462 Franken. Ganz genau, weil wir haben es nämlich nachgeschaut. 1995 ist 409 Franken. 1990, 279 Franken. Ja, aber Sie haben gesagt, in den letzten 20 Jahren. 1990, 279 Franken. Und wenn ihr es rechnet, sind es plus 65%. Ja, gleichzeitig hat die SRG 1990 ein Budget von 850 Millionen. Heute sind es 1,6 Milliarden. Aber Herr Bigler, sollte man nicht genau sein. Sie haben also falsche Zahlen genannt. Und man muss auch sagen, in der Sparte 80 hat es sehr grosse Inflation gegeben. Jetzt sind alle Preise hochgegangen. Und da muss man sagen, in den letzten 20 Jahren, und Sie haben es mehr als einmal gesagt, Sie haben es auch im Interview gesagt, sind es 13%. Da müssen wir also sagen, die Aussage, würde Sie bestätigen, ist falsch, oder? 1990 auf heute 65%, 279 auf 406 Franken, das ist der entscheidende Punkt. Also gut, also, aber das, was Sie gesagt haben, ist falsch. Es ändert an den Fakten nichts. Ja, mal. Nein, ihr geht an und für sich, ihr könnt es ja selber rechnen. Jeder Stimmbürger, jede Stimmbürgerin kann es selber rechnen. Was ich kann ja nur Ihre Zahlen überprüfen. Sie haben das mit den letzten 20 Jahren. Dann haben Sie gesagt, der Bundesrat gibt sich mit der neuen Billag-Mediensteuer die absolute Kompetenz, diese künftig außerhalb jeglicher demokratischer Kontrolle unbeschränkt erhöhen zu dürfen. Das haben Sie vorher schon gesagt. Aber dem ändert sich ja nichts. Das hat ja der Bundesrat jetzt schon können. Das Parlament hat am Bundesrat die Kompetenz bereits jetzt gegeben. Mit einem wesentlichen Unterschied. Mit einem ganz zentralen Unterschied. Heute ist es eine Gebühr. Wenn ich nicht einverstanden bin, die Leistung nicht konsumieren, dann kann ich mich abmelden. Es gibt x Haushalte, die haben gar kein Fernsehen und kein Radio. Aber es gibt Haushalte. Es gibt Haushalte, die haben nur Radio, die haben keine Fernseher, die zahlen nicht 406 Franken, die zahlen 169 Franken. Also dort ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass man umstellt auf eine Steuer. Jeder muss zahlen, unabhängig davon, ob er konsumiert oder nicht. Das haben Sie vorher gesagt, aber Sie haben gesagt, die Kompetenz vom Bundesrat ändert sich. Das ist, muss man doch entscheidend sagen, ist, falsch. Entscheidend ist, dass der Bundesrat nicht zugeben will, dass es eine Steuer ist. Er nennt das anders Kostenanlastungsabgabe. Ja, genau. Das ist ein grässlicher Ausdruck. Ja, aber es zeigt eben, jede Steuer muss gemäß Verfassung von das Volk und das Volk kann darüber abstimmen. Das will man hier nicht, weil man offenbar Angst hat vor dem Entscheid vom Volk. 102'000 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben das Referendum unterschrieben, haben diese Abstimmung erzwungen. Am 14. Juni können wir über das abstimmen. Gut. Das ist ein demokratischer Akt. Gut. Also, wir haben noch eine dritte Aussage, auch aus Ihrer Medienmitteilung. In dieser Entwicklung ist bis 2030 mit jährlichen Gebühren von bis zu 1'000 Franken pro Jahr und Haushalt zu rechnen, wird der Kostenexplosion kein Riegel geschoben. Jetzt haben wir gerade gesehen, in den letzten 20 Jahren hat es gar keine Kostenexplosion gegeben. Es sind 13%, die teurer waren in den letzten 20 Jahren. Das ist ja jetzt 14. Nein. Nein, nochmal, 279 Franken auf 460 Franken, das sind 65%. Ich habe es doch Ihnen vorher gesagt, 1995, oder? In den letzten 25 Jahren, von 1990 bis 2015, das sind Zahlen, die man beim Backcom nachfragen kann. Aber Sie haben aber die falsche Zahl verwendet. Da kann man auch sagen, das auf 1'000 Franken rauf ist in dem Sinne nicht nachvollziehbar. Ja, natürlich. Ja, wieso? Also erstens mal rechnen, 462 Franken heute. Dann können wir 65% rechnen und dann kommt dann, etwas dann anderes. Dann ist auch noch nicht 1000. Genau. ist auch noch nicht 1000. Ein richtiger Schnellrechner. Aber jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes dazu.
Der Herr Döweck hat klar gesagt in seiner Unternehmensstrategie, er will den Anteil von den eigenen Produktionen aufentun. Analog zum ZDF. Das heisst, von 20 auf etwa 60%. Mm. Und er will ins Internet investieren. Das ist die Unternehmensstrategie. Und das ist an und für sich etwas, das wisst ihr so gut wie nicht. Das ist intensiv kostentreibend. Also dort ist ein Ausbau vorprogrammiert, der dazu wird führen, dass man mehr Geld wird brauchen. Und sagen mir, Herr Schawenzki, sagen wir mal eine Steuer in diesem Land, die überhaupt jemals runter ist. Ja, es geht wahrscheinlich nicht runter. Man muss jetzt einfach nur sagen... Ja, eben. Übrigens, eben. Nein, also, aber Sie sagen, es geht auf 1'000 Franken runter. Dann müsst ihr das kehren, sehr wohl nachvollziehbar. Nein, aber auf 1'000 Franken, das ist ja wirklich nicht einmal rechnerisch, stimmt das? Sie machen ja unglaublich grosse Kampagnen. SRF macht Abstimmungskampf für die Billag. Und ich frage mich jetzt, warum machen Sie das? Weil die SRG, so wie man es jetzt gesehen hat, auch die Budget der letzten Jahre ist relativ stabil gewesen. Deswegen kommt auch mit der neuen Steuer nicht mehr Geld über. Es sind nur Privatradio und Privatfernsehen, die mehr Geld bekommen. Also das kann es nicht sein. Und eben 85% der Unternehmen müssen nichts oder weniger zahlen. Was ist eigentlich der Grund? Geht es jetzt Ihnen um Ihre Mitarbeiter oder geht es eigentlich um Ihr eigenes Prestige? Die SRG hat sehr wohl natürlich ihr Budget ausgedehnt. Wenn wir noch mal die 25 Jahre anschauen, dann haben wir 700'000 Haushalte mehr, die grossmehrheitlich auch Beilaggebühren zahlen. Also da hat man den Topf natürlich massiv vergrössert. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, die Zentralschweiz am Sonntag hat diesen Sonntag publik gemacht, dass die SRG den Regionalgesellschaften Gelder im Budget zuweisen. Und wir haben kritisiert, dass die Regionalgesellschaften dass die Abstimmungskampf machen. Das Problem ist ein ganz einfaches. Und es gibt eine parlamentarische Anfrage, die diese Session ist, deponiert worden. Das Problem ist doch, die SRG ist im Prinzip Player in diesem ganzen in diesem Abstimmungskampf. Es ist im Grunde genommen, wie wenn Basel gegen Zürich Fußball spielt und der Schiedsrichter ist ein Basler. Das ist Problematik. Und darum wollte ein Parlamentarier wissen, zu Recht wissen, wie wird hier neutral der Abstimmungskampf geführt. Und jetzt stellen wir fest, aufgrund der Recherchen der Zentralschweiz am Sonntag, offenbar fließen da Gelder von der SRG in die Regionalgesellschaften. Und die Regionalgesellschaften, das hat der Präsident der SRG, der Herr Loretan, hat das bestätigt. Er sagt, an und für sich sind die berechtigt, das ist dann ihr Auftrag, die Kampagne zu führen. Nein, der sagt, der Auftrag ist, die Diskussion zu führen über die SRG und das ganze Umfeld. Ja, ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Sie wollen, ja, dass darüber diskutiert wird. Und unter anderem sind wir da. Unter anderem aber nicht mit Geldern von Gebührenzahlern, die im Prinzip ja, gegen sind die Vorlage sind. Das geht nicht. Das ist die Befangenheit. Ich habe noch keinen SRG-Chef gehört oder gesehen, der sich zu diesem Thema geäussert hat. Haben Sie das? Ja, der Herr Döweck ist im Was Club. Was hat er gesagt? Der Herr Döweck ist im Club. Da ist etwa anderthalb Stunden. Im Januar war es, glaube ich, über ein Service Public und unter anderem über die Beilagfinanzierung diskutiert. Gut, worden. Also dort war vor allem Service Public und Sie sind jetzt da und können Ihre Sache sagen, ausfüllen. Ich frage mich einfach, ob es Ihnen auch um Ihre persönliche Karriere geht. Weil Sie waren ja 2011 Kandidat für FDP-Nationalrat, haben dort nicht reüssiert. Jetzt sind Sie wieder dort auf der Liste, wissen zwar noch nicht genau wo, Sie wollen Nationalrat werden. Sie wollen sich so profilieren, haben unglaubliche Bekanntheit bekommen, muss man sagen. Aber Glaubwürdigkeit, ist das nicht auch noch ein Kriterium, das man sollte haben, wenn man so Sachen dann verbreitet? Also, ich finde es noch bemerkenswert, was für einen Weitblick, dass ihr mir attestieren. Wir haben das Thema 2009 aufgenommen, weil wir die Reklamationen hatten. Ja. Wir haben dann mit den Motionen, insbesondere die Motion vom Altständerat Büttiker von Solothurn, der hat verlangt, dass KMU-Wirtschaft ausgenommen wird. Und diese Motion ist im Parlament angenommen worden. Das Stossende daran ist, das KMU definiert sich gemäss Bundesamt für Statistik nach Arbeitsplätzen. Und hier haben wir eine Lösung, die sehr kreativ ist, damit man letztlich eben die Steuer hat können einführen und damit natürlich dass Esali auch Taler rausspucken und dass man die Töpfe kann füllen. Aber können Sie mir nicht noch meine Frage beantworten? Das ist störend und ich wollte damit sagen, mit diesen Hinweisen, das ist an und für sich ein Thema, das wir seit langem mehr bekämpfen. Und ist jetzt einfach zufälligerweise. Und jetzt meine, erstens einmal, dass die Vorlage jetzt kommt, hat mit meiner Person wahrscheinlich gar nichts zu tun. Ja. Und zweitens, und das ist noch viel wichtiger, das bin nicht ich, der das Referendum beschlossen hat. Das sind Beschlüsse
von der Gewerbekammer, vom Vorstand zuerst, von der Gewerbekammer, unserem Parlament, dass sie Mehrheitsbeschlüsse, die das gefasst wurde, haben mit mir gar nichts. Gut, aber man muss vielleicht jetzt gleich noch über Sie etwas sagen, wer Sie überhaupt im Detail sind, außer dass Sie eben den Paul Hofer gut finden. Sie haben studiert an der Uni Bern und dann sind Sie von einem Verband zum anderen gegangen, haben eigentlich selber nie in der Privatwirtschaft gearbeitet, also nie in einem KMU oder in einem Grossbetrieb und sind jetzt Direktor geworden vom Gewerbeverband. Also Sie haben die reale Welt eigentlich gar nicht erlebt. Ja, da hat er ein bisschen schlecht recherchiert. Ich habe 12 Jahre den Unternehmerverband von der Druckindustrie geführt und habe dort ein Dienstleistungszentrum aufgebaut. Unternehmerverband? Ein Dienstleistungszentrum aufgebaut, das außerhalb der Beiträge geführt werden. Ein ganz normaler Markt. Mhm. Aber gut, nein, das ist natürlich nicht ein Unternehmen, das nach Gewinn und Verlust schaut. Also, wenn das nicht selbstwirtschaftlich führen, nach was funktioniert es denn? Ja, gut, es war ja nicht Ihr Geld oder das Geld der Mitglieder, sondern. Ja, also, wenn der Herr Motti nicht, der mit der Volk UBS führt, ist auch nicht sein Geld. Gut, Sie sind jetzt also Direktor von diesem Gewerbeverband. Und zwar seit 7 Jahren. Ihre Präsidenten, die Sie erlebt haben, war, glaube ich, zuerst Bruno Zuppiger. Dann Rédi Engelberger. Der war auch noch. Dann Bruno Zuppiger, dann Jean-François Rimm. Mhm. Haben ein bisschen weniger Fortune gehabt, haben beide wollen Bundesrat werden. Also man merkt, es ist jetzt immer mehr Richtung SVP gegangen, auch im Ranking, das sie jetzt rausgegeben haben. Wo jetzt plötzlich alle in ihrem eigenen Ranking, jetzt vorher sind alles SVPler an der Spitze, gewerbefreundlich, vorher sind es alles FDPler gewesen. Also zunächst einmal muss man sagen, die Strategie, die der SGV darauf basiert, ist von Freisinnigen ausgeschafft worden. Mehrheitlich, also unter der Führung von Edu Engelberger, unter dem Direktor von Pierre Tripanet. Also sie freisinnig, die Strategie gilt immer noch. Die Ziele könnt ihr nachlesen auf unserer, hat er sicher gemacht. Mhm. Die könnt ihr nachlesen auf unserer Homepage. Insofern folgen wir eigentlich an einem liberalen Kurs. Jetzt, den mit den Parteien, den hören wir ständig. Ja. Schaut einmal die Zusammensetzung an. Nein, ich muss es anders sagen. Schaut einmal die Vertretung an von der Parteien bzw. von den Parlamentariern, die bei unserer Kammer sind. Wir haben 5 FDP, wir haben 5 CVP, wir haben 1 BDP, 1 Grünliberal und wir haben 4 SVP. Mhm. Also das ist absolut balanciert. Einfach an der Spitze sind sie jetzt einfach die SVP. Ihre grosse, legendäre Chef, das war ja der Otto Fischer. Das war nicht mein Chef. Also vorher, früher. Ja. Er war der legendäre Gewerbeverband-Chef. Und er hat ja vor allem eben mit Referenden hat er droht, hat sie auch durchgesetzt gehabt. Und so, sie haben jetzt seit 7 Jahren das Amt inne. Es ist erst das zweite Referendum, das erste war gegen das Raumplanungsgesetz. Das ist ziemlich abgeschifft. Ist das wirklich das wichtigste Thema für den Gewerbeverband in der heutigen Zeit? Das mit der Beilage? Geht es da nicht ein bisschen dringendere Themen? Nein, das heisst ja ganz klar, dass wenn die Beilagsteuer kommt, dann wird die Wirtschaft neu mit 200 Millionen Franken belastet. Das ist 5-mal mehr als heute. Nur ein Vergleich. Oder? Es reden alle davon, wir brauchen den Einheitssatz in der Mehrwertsteuer. Das würde die Wirtschaft um 300 Millionen Franken entlasten, gemäss Rechnungen vom SECO. Also es ist absolut gleichbedeutend. Wenn ihr in eurem Kerngeschäft sagt, wir bekämpfen die Einführung von neuen Steuern, Gebühren und Abgaben, nachzulesen in unseren Zielsetzungen, dann müsst ihr hier antreten. Aber, das ist Kerngeschäft. Es ist eine Belastung. Aber Herr Bigler, ist es nur darum so tief bis jetzt, weil eben so viele Schwarzseher dabei waren, die nicht gezahlt haben und darum die störenden Beilagleute rumgelaufen sind? Das heisst, die einen haben einfach nicht gezahlt und darum ist so wenig reingekommen? Weil dir behaupten, das ganze Gewerbe kriminell ist, wenn ich das sage. Nein, aber ich sage, das ist ja ein Faktum. Darum hat man die auch so als störend empfunden. Dass da sehr oft das nicht zahlt wurde. Das müsst ihr also belegen. Das müsst ihr schlicht belegen. Ihr könnt nicht so eine Behauptung in die Welt aussetzen. Ja, sonst hätte mehr Geld müssen reinkommen. Ja, nein. Die Leistung wird eben nicht bezogen. Jetzt sind wir genau beim Punkt. Die Leistung wird nicht bezogen. Und weil man will, dass die Wirtschaft zahlen soll, führen wir jetzt die Doppelbesteuerung einführen und machen eine Kopfsteuer daraus. Das ist ja genau das, was wir bekommen. Jetzt haben Sie also das Referendum lanciert und jetzt merkt man in Ihren Kreisen Rumoren. Das Gastro-Suisse findet das nicht so gut, die Bauern finden es nicht so gut, die Economy-Suisse ist so dagegen, mit denen sie eigentlich sehr oft immer gleich in die Richtung marschiert sind. Also irgendwie sind das Leute auch aus Ihrem Lager, die das ganz anders sehen, Herr Bigler. Also die Bauern sind nicht im Gewerbeverband. Wie weit man sich an der Parole von der Economy Suisse orientiert, das lassen wir mal auf der Seite. Gastro-Suisse. Und Gastro-Suisse sieht das anders. Jetzt muss ich einfach sagen, in dem Dachverband, den wir repräsentieren, quer durch alle Wirtschaftsbranchen,
Aber wirklich Gesundheit, Handel, Produktion, einfach wirklich alles, KMU-Finanzplatz und so weiter. Da hat er nie eine hundertprozentige Einstimmigkeit. Da gibt es immer wieder den einen oder anderen, der das anders sieht. Entscheidend ist doch feststellen, mit unserer Kraft haben wir hunderttausende Unterschriften eingereicht. Nicht einmal, wo der vorhin noch gesagt hat, sei das wichtigere Thema, oder? Zweite Gotthard Röhrer, die haben es gerade einmal auf 75 gebraucht. Sie haben zwar 125 vollmundig angekündigt, aber 50 haben sie offenbar einfach liegen. Wir haben unsere 100 eingereicht. Jetzt stimmen wir ab. Gut, also das Hauptthema im Moment ist ja der Schweizer Franken, oder? Der hohe Schweizer Franken. Sie haben da Folgendes gesagt, man muss das als Chance packen. Das Zitat von Ihnen. Ich glaube, dass die guten Betriebe die Rahmenbedingungen antizipiert haben. Kommt das zum Beispiel bei der Hotellerie gut an, was bei Ihnen ist, in der Tourismusbranche? Das ist eine berechtigte Frage. Was heisst das? Nein, es kommt nicht gut an. Nein, ist gar nicht diskutiert worden. Ich will aber sagen, was wir mit dem Titel, oder jetzt da erwähnt hat, was wir damit aussagen wollen. Es ist selbstverständlich und völlig unbestritten, das ist eine riesige Herausforderung für die Firmen. Das ist ein Fixkostensprung von 10-15%, den sie müssen bewältigen müssen. Was wir seit Jahren sagen, ist Folgendes. Unsere Betriebe sind von einem enormen Regulierungsdschungel umgeben und sind in einem Korsett drin. Seit Jahren weisen wir darauf hin, wenn es gelingen würde, die Regulierung, die unnötige Regulierung zu reduzieren. Ich sage es ganz deutlich, die unnötige Regulierung zu reduzieren. Dann könnten wir Wachstum schaffen aus eigener Kraft. Wir rechnen ungefähr 10% des Bruttoinlandprodukts in die Regulierungskosten in diesem Land auf Stufen Bund, Kanton und Gemeinde. Ja, aber in anderen Ländern ist es viel höher. In Italien ist es viel, viel höher. Das ist doch nicht das Argument. Nein, das ist ein Wettbewerbsvorteil, den wir uns müssen erhalten müssen. Genau. Und das geht's aber jetzt haben wir ein neues Problem. Und das ist offenbar nicht mit Gesundheiten nicht so leicht zu machen, gerade in der Tourismusbranche. Und da wundere ich mich. Ich meine, auch, dass Sie sich wirklich entfernt haben von der Economy Suisse in Sachen. Das zweite grosse Thema ist natürlich Masseneinwanderung, Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative. Da haben die so Schutzklauseln wählen, haben irgendwie mittlere Umsetzung wählen. Also bleiben wir noch schnell bei der Regulierungskosten. Bleiben wir noch schnell bei der Regulierungskosten. Ich stelle fest, dass die Basis grundsätzlich der Meinung ist, die Initiative ist umzusetzen, wie der Souverän das beschlossen hat. Es darf aber aus der Umsetzung keine Belastung geben in Bezug auf bürokratische Auflagen, Regulierungen, die dann letztlich die Betriebe kosten und eine Erschwernis sind. Genau, da sind wir wieder bei Ihrem Thema. Genau. Jetzt sagt aber der Valentin Vogt, Chef vom Arbeitgeberverband, das bringt, wenn man das hat, Hunderte von Millionen an Kosten unter. Das ist einfach Wunschdenken, dass solche Regelungen keine zusätzlichen Kosten bringen. Ja, natürlich. Das habe ich aber auch nicht gesagt, dass es gar keine bringt. Immer, wenn der Staat irgendwo interveniert, und das macht er hier gemäss der Initiative, dann kostet es. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber jetzt, und jetzt sind wir wieder bei meinem Punkt, den ich vorher anbringen wollte, ist doch ein Unterschied, ob wir einfach, ich als Liberaler bin ich überzeugt, wir brauchen einen starken Staat. Ein starker Staat ist ein bescheidener Staat. Ein starker Staat? Ich meine, die Liberalen wollen ändern, einen kleinen Staat. Ein starker Staat ist ein bescheidener Staat. Und das leuchtet doch allen ein, es braucht ein bestimmtes Mass an Regulierung. Ja. Nehmt doch das Beispiel Arbeitssicherheit. Ohne geht es doch gar nicht. Also, und jetzt reden wir hier genau über einen Punkt, wie viel Regulierung braucht es und was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und darum sagen wir in der Konsequenz... Wer wir? Der Schweizerische Gewerbeverband. Also der Präsident ist ja für die Masseneinwanderung. Darum sagen wir in der Konsequenz, Bewilligungen bis ein Jahr fallen nicht unter die Kontingentierung, weil das ist keine Zuwanderung. Das wollen wir an und für sich, unserer Meinung nach, wollen wir das frei haben. Das haben wir so eingebracht. Jetzt, wenn ich das nicht habe, dann ist das genau etwas, was unnötige Regulierung wäre. Ich habe das Gefühl, und wenn ich das ein bisschen angeschaut habe und gelesen habe über Sie und gesehen habe, was Sie gesagt haben, Sie sind ein bisschen gesumpert. Zum Beispiel auch, das war noch vor der Aufhebung vom Mindestkurs. Geht es vor allem darum, dass Konsumentinnen und Konsumenten realisieren, in der Schweiz innen einkaufen bedeutet Qualität sichern. Das hilft, Ausbildungsplätze für Jugendliche anzubieten. Das tut die Arbeitsplätze im Dorf behalten. Und dass man dann den ganz persönlichen Entscheid fällt, ich gehe im örtlichen Gewerbe einkaufen. Ist das nicht einfach schön, Reederei? Und tut das Problem nicht lösen? Weil es ist ein riesiges Problem, dass auch an der Grenze die Sachen massiv zum Teil billiger sind. Von welchem Problem reden wir? Sie ja, das ist der Mindestfranken. Nein, das ist der Mindestfranken. Also Mindestkurs, Schweizer Frankenkurs. Ja, eben. Ich verstehe die Frage nicht. Nein, eben, sie sagen, ja, die Leute müssen einfach bei uns einkaufen und das örtliche Gewerbe stützen etc. Und dann funktioniert das. Das ist doch nicht eine Lösung des Problems. Nein. Also, ihr müsst schon ganz genau herhören. Wir sagen,
Und für das wollten wir sensibilisieren. Ja. Es bringt auch etwas, wenn ich am Ort einkaufe. Der Lokalgewerbler, der bietet letztlich Jugendlichen eine Möglichkeit, in die Lehre einzusteigen. Ich habe es verstanden, ja. Er bietet Arbeitsplätze an. Er trägt im Übrigen auch noch, ganz wesentlich zum sozialen Gefüge in einem Dorf zusammen. Und für das wollten wir sensibilisieren. Wir haben nie gesagt, jetzt müsst ihr hier. Wir haben nie einen Einkaufstourist, wenn ich das mal so darf, bezeichnen. Wir haben nie jemanden diskriminiert, wir haben nie mit dem Finger auf das gezeigt. Wir haben einfach sensibilisiert für die Leistung von Gewerbe. Also jetzt haben wir zwei Sachen in der Schweiz, die hängig sind. Einerseits ist das eben, wie sich der Schweizer Franken entwickelt, das andere, wie die Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt wird. Grosse Unsicherheit, es geht noch ein bisschen länger. Haben Sie das Gefühl, wir steuern auf eine Rezession zu? Nein, ich gehe nicht davon aus, dass wir eine Rezession haben. Aber wir werden wahrscheinlich eine Wachstumsabschwächung haben. Mhm. Und glauben Sie, da setze ich zum Beispiel eine Lösung, wo Sie sagen, die Masseneinwanderungsinitiative muss eins zu eins umgesetzt werden, dass die dann auch den KMUs längerfristig, weil das wird wahrscheinlich bilaterale Verträge kosten, wird denen helfen? Ich sage nicht, es muss eins zu eins umgesetzt werden. Ich sage, es muss entlang vom Verfassungstext umgesetzt werden, wo es der Wille vom Souverän akzeptieren gilt. Ich bin nicht dafür gewesen, aber es ist jetzt so rausgekommen, wie es ist rausgekommen. Und im Übrigen geht es darum, dass man den Spielraum möglichst breit ausreizen kann, wie ich das dargestellt habe. Ja, okay. Also, wir sind am Schluss von der Sendung. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen weiterreden. Danke vielmals. Morgen Abend übrigens im Club. Das Thema über den ruinierten Ruf und die Medien, unter anderem mit Jörg Kachelmann in dieser Sendung. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich freue mich, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.